Die Wasserfreunde Spandau machen einen entscheidenden Schritt in Richtung Meisterschaft. Im Spitzenspiel des ersten von zwei Halbfinalturnieren gegen Waspo Hannover erarbeiten sie sich in der heimischen Sport- und Lehrschwimmhalle Schöneberg einen hart umkämpften 8:7-Sieg. Wir haben gewonnen mit einem Tor, egal ob mit einem, zwei, wir haben gewonnen. Jeder hat für jeden gekämpft. Von Beginn an schenken sich der amtierende deutsche Meister aus Hannover mit den weißen Kappen und der Berliner Rekordmeister nichts. Obwohl die Gäste sich immer wieder eine knappe Führung erspielen, lassen die Spandauer nicht locker. So bleibt es beim Halbzeitstand von 4:4 spannend. Die Leistung, die war schon sehr gut. Man muss natürlich schon einige kleine Sachen noch an einigen Sachen noch feilen. Im dritten Durchgang liefern sich beide Teams, auch dank der starken Torhüterleistung von Spandauer Laszlo Baksa und Nationalkeeper Moritz Schenkel, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Erst im letzten Viertel gelingt es den Hauptstädtern, das spielentscheidende Tor zum Endstand von 8:7 zu erzielen. Damit bleiben die dominanten Wasserfreunde auch im dritten Spiel an diesem Wochenende ungeschlagen. Aber das war erst der erste Schritt. Wir haben am Mittwoch noch den Supercup, den wir auch gewinnen wollen, in Hannover. Da wird es wahrscheinlich genauso hart zugehen wie heute. Die nächsten Spiele im Meisterschaftsrennen werden am kommenden Wochenende ebenfalls in Hannover ausgetragen. Dort soll ein weiterer großer Schritt in der Mission Titelgewinn gemacht werden.